Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um dauerhafte Haarentfernung. Das Thema der Themen. Ich habe da so einiges an mir selbst ausprobiert und getestet und natürlich auch so ein paar Erfahrungen für euch gesammelt. Und ich würde sagen, bevor das Intro noch länger wird, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! Wie einige von euch wissen, habe ich im letzten Jahr angefangen, das IPL-Gerät von Braun, und zwar das Silk Expert IPL, auszutesten und auszuprobieren. Und ich habe natürlich in der Zeit meine Erfahrungen gemacht. Zudem war ich auf einem zweitägigen Seminar und habe da auch gevloggt. Ich verlinke euch gerne das Video nochmal in die Infobox, falls ihr das noch nicht gesehen habt, und hier oben. Und zwar ist das hier mein IPL-Gerät, welches ich letztes Jahr angefangen habe zu benutzen und zu testen. Und ich sage euch kurz was zu meiner eigenen Geschichte. Ich habe sehr viele Haare. Also genetisch habe ich unfassbar viele Haare, die auch super schnell nachkommen. Es reicht schon, wenn ich Gänsehaut habe, dann kommen sofort die Stoppeln wieder nach, und das ist das für mich unangenehmste Gefühl. Und deswegen habe ich auch angefangen mit Epilieren damals schon sehr früh und dann seit letztem Jahr auch mit dem IPL-Gerät. Kurz zu dem Gerät selbst: Es verspricht eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren bei einer Ganzkörperbehandlung oder von bis zu 35 Jahren bei kleinen Körperstellen. Ich sage euch auch gleich ab oder wo ihr dieses IPL-Gerät überall benutzen könnt, und ich erkläre euch auch gleich, wie das funktioniert. Also wie ich ungefähr die Inhaltsstoffe von irgendeinem Produkt erkläre, erkläre ich euch gleich, wie dieses Gerät denn funktioniert und warum es glatte Haut einfach verspricht. Ich wollte euch noch den Silk Expert 5 präsentieren, also den IPL Silk Expert 5. Und zwar ist es eine Limited Edition mit der Tasche von Capizza. Und zwar will ich euch vorher etwas zu der exklusiven Kooperation von Nicole und Julia Capizza mit Braun. Das hier ist die Tasche und die ist wirklich sehr sommerlich gemacht. Ich mag den türkisen Reißverschluss hier drumherum. Dadurch, dass sie halt so farbenfroh ist, passt sie halt perfekt zum Sommer. Ich denke, wenn man die beiden Frauen kennt, dann erkennt man auch, dass dieses Design so von den beiden ist. Und hier drin, so sieht es dann da drin aus. Hier ist der Akku und hier ist das IPL-Gerät. Ich sage euch kurz noch was zum Akku. Das IPL-Gerät ist schon sehr, sehr leicht. Also ich habe einige IPL-Geräte in der Hand gehabt, die sehr schwer werden, womit man dann am Ende wirklich, weil man macht es ja schon so halbe Stündchen, und das tut dann schon weh irgendwann, ne? So, wenn man am ganzen Körper dann durch ist, dann hat man ein bisschen Abschmerzen. Deswegen ist ein Akku mit dabei, damit dieses Gerät nicht zu schwer wird. Wenn der Akku nämlich da drin wäre, dann wäre das Gerät noch schwerer, und dadurch ist es halt sehr, sehr leicht und man fühlt kaum, dass man was in der Hand hat. So, jetzt kommen wir auch schon zum Braun Silk Expert IPL. IPL kurz, das bedeutet Intense Pulse Light auf Englisch, deswegen nennt sich das Gerät IPL, und es ist eine dauerhafte auf Licht basierte Haarentfernung. So, ich werde euch jetzt erklären, wie das funktioniert. Ich erkläre euch sehr gerne nochmal kurz diese Technologie, weil ich finde, wenn man es erklärt und derjenige es dann versteht, dann weiß er, warum dieses Gerät denn überhaupt funktioniert. Also es gibt Lichtimpulse ab, die von dem Farbpigment Melanin aufgefangen werden. Das wandelt sich dann in Wärme um, und so kann dieses Haar einfach ausfallen. Es wächst viel, viel langsamer nach, und wenn, dann wächst es heller und feiner nach. Wenn ihr das dann so testet, und das funktioniert schon beim ersten Mal, da seht ihr dann so kleine Lücken, da kommen dann keine Haare mehr nach. Umso öfter ihr das macht, desto weniger bzw. gar keine Haare findet ihr mehr auf eurem ganzen Körper. Und ich war wirklich, abgesehen von dieser Kooperation und von allem, so unfassbar begeistert, weil ich hatte das freiste Gefühl einfach. Und habe ganz, ganz viele Freundinnen, die das dann ausprobiert haben, die super begeistert sind. Meine Mama, meine Schwestern. Ganz kurz, wo ihr das benutzen könnt: Ihr könnt das an den Beinen, an den Armen, unter den Armen, also an den Achseln, in der Bikini-Zone, im Gesicht benutzen. Im Gesicht allerdings unterhalb der Wangenknochen, bitte nicht drüber gehen. Also unterhalb der Wangenknochen. Ich hatte auch tatsächlich hier so ein paar störende Härchen, die ich dann einfach damit weggemacht habe. Die kommen auch nicht mehr nach. Ich mache das unter meinen Armen. Unter meinen Armen war so mein Highlight. Ich hatte wirklich die Erfahrung, dass ich kaum ein Wachstum hatte an meinen Armen oder Beinen oder unter meinen Armen, dass ich da nichts sehen konnte. Und wenn ich was gesehen habe, dann war das ein sehr, sehr feines Haar, was kaum spürbar war. Also wie bei so einem Baby eigentlich. So, für mich ganz wichtig, solltet ihr auch machen, dass der Arm vorher rasiert wird. Also wir nehmen jetzt als Beispiel den Arm. Ihr könnt natürlich Bein, Achsel, wie auch immer. Euer Arm sollte haarfrei sein und er sollte sauber sein. Also ich creme das jetzt nicht ein danach. Ich schmeiß das Gerät an und wir machen das mal zusammen. So, ich habe jetzt hier einmal den Akku dran gemacht. Ich glaube, man hört jetzt, dass das Gerät angegangen ist. So, ich zeige euch das nochmal kurz aus. Also wenn ihr jetzt dieses Gerät anschließt, dann solltet ihr darauf achten, dass hier diese LED-Leisten hier und hier und das Licht aufblinkt.
Tada, habt ihr gesehen? Das Gerät wird sich während der Behandlung leicht aufheizen, aber nur ganz leicht. Also erschreckt euch nicht, das ist völlig normal. Und ihr könnt erstmal an einer kleinen Stelle ausprobieren, wie eure Haut darauf reagiert. Einfach anhalten und ihr seht, wenn es weiß blinkt, dann ist das Gerät bereit. Und wenn es rot blinkt, dann ist die Stelle ungeeignet oder zu dunkel. Und dann könnt ihr erstmal so eine kleine Stelle ausprobieren und gucken eben, wie eure Haut reagiert. Und hat null wehgetan, Leute. 0,0. Ihr braucht auch keine Angst vor dem Licht haben. Das ist extra so gemacht, dass es euren Augen nicht schadet und dass ihr da jetzt keine Probleme davon bekommt. Also Ingenieure, Dermatologen und alles Mögliche zusammen entwickelt. Und deswegen braucht ihr einfach vor dem Licht auch keine Angst haben. So, und wenn ihr dann keine Reaktion auf der Haut gesehen habt, dann könnt ihr einfach weitermachen. Also wie ihr seht, es ist nichts passiert. So, dann könnt ihr euch für ein bestimmtes Behandlungsmodi entscheiden. Und zwar seht ihr hier drei die Intensitätsstufen und hier ist ein Knopf. Und ihr könnt mit diesem Knopf eben eure Intensitätsstufe einstellen. Dreh euch mal hier von der Helligkeit ein bisschen runter, damit ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Also, ihr seht, hier leuchtet das Weiß und hier ist es beschrieben, dass das Weiße Zeichen eben für die höchste Intensitätsstufe ist. Und zwar ist es der normale Modus, der in voller Kraft arbeitet, aber sehr effektiv ist. Ne? Also da seht ihr wirklich sehr schnell Ergebnisse. So, dann seht ihr, das hier leuchtet blau und zwar ist es die zweite Stufe. Und zwar ist es der sanfte Modus, der arbeitet mit reduzierter Energie und ist halt ideal für den Einstiegsmodus. Ne? Also wenn man als die ersten Male dieses Gerät eben verwendet oder die Haut ein bisschen empfindlicher ist oder manche Hautpartien einfach empfindlicher sind, dann ist dieser Modus hier perfekt dafür geeignet. So, und hier seht ihr, dass das blinkt. Das bedeutet, dass es eben ein extra sanfter Modus ist. Dieser arbeitet ausschließlich nur über die Hauterkennung ohne Anpassung des Energielevels. Also der guckt wirklich, welche Hautfarbe habt ihr da und stellt dann dementsprechend eben die Intensität ein. Das seht ihr dann hier. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt auf die Hautregion drauf geht, dann seht ihr, dass es nicht ganz so stark eingestellt ist, einfach weil ich schon zum Beispiel gebräunte Haut habe, aber trotzdem funktioniert das Gerät. Ne? Also hier zum Beispiel. Wenn das Gerät auch nicht richtig anliegt, dann zeigt es euch auch ein rotes Lämpchen an, einfach damit ihr wisst, okay, ich muss das ein bisschen anders positionieren und dann kann es auch schon weitergehen. Okay, jetzt sagt man sich so, das Gerät ist teuer. Wie lange brauche ich, bis ich komplett haarfrei bin? So, das ist natürlich wieder individuell. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch braucht anders lang. Und da ich jetzt so ziemlich viele Haare habe und einen sehr, sehr schnellen Haarwachstum habe, lasse ich natürlich auch so ein bisschen meine Erfahrungen mit da so einfließen. Aber man sagt, in Abstand von einer Woche zwischen 4 und 8 Behandlungen solltet ihr wirklich haarfrei sein. Und das bis zu 12 Monaten. Ich mache das dann immer so, dass ich so nach 6 bis 8 Wochen nochmal drüber gehe, damit ich sicher bin, dass auch nichts mehr wieder nachkommt. Aber ich habe nach dem ersten Mal schon gesehen, dass Lücken entstanden sind und das hält einen so ein bisschen noch, natürlich wenn man was sieht, hält es einen noch so ein bisschen dran fest, das dann regelmäßig zu machen. Also ihr solltet es wirklich einer Regelmäßigkeit machen. Nach einer Woche einfach immer wieder eure gewünschten Körperpartien eben bearbeiten. Und ich habe das zum Beispiel gemacht, während ich genetflixt habe oder so. Also könnt ihr einfach eine Serie nebenbei laufen lassen oder sowas. Also wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele Sitzungen ihr speziell brauchen werdet. Man sagt zwischen 4 und 8 Sitzungen, dann solltet ihr 12 Monate haarfrei sein und die Haut fühlt sich sehr gut an. Nochmal was kurz zum Schmerzempfinden. Ihr habt ja gerade live vor der Kamera gesehen, dass ich in allen drei Modi gearbeitet habe und keines der drei mir irgendwie wehgetan hat. Also ich habe weder zusammengezuckt noch geschrien oder so. Also am Arm habe ich jetzt gar nichts gespürt. Unter den Armen würde ich so ein leichtes Pieksen spüren. Auch im Oberschenkelbereich, so im hinteren Oberschenkelbereich, sage ich mal. Da bin ich auch empfindlich. Da spüre ich auch so ein leichtes Pieksen. Aber das ist es mir allemal wert. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr erträglich. So, am allerbesten funktioniert es, wenn ihr eine helle Haut habt und dunkles Haar. Also ihr solltet, klar, ich habe jetzt keine helle Haut, aber trotzdem funktioniert das Gerät bei mir immer noch sehr gut. Aber am allerbesten funktioniert es eben, wenn ihr eine helle bis mittelhelle Haut habt und ihr braunes, dunkelbraunes und schwarzes Haar habt. Also das Gerät wird kein blondes und kein rotes Haar erfassen. Und wenn eine Körperregion zu gebräunt ist, ne, sagen wir mal, die Beine waren in der Sonne oder so, dann braucht ihr keine Angst haben. Dieses Gerät zeigt euch ein rotes Lämpchen an, wenn ihr zu braun dafür seid. Also ihr werdet euch nicht verbrennen. Da ist nämlich eine Technologie drin, die sich Sensor Adapt
Technologie nennt und die misst 80 Mal in der Sekunde, wie euer Hautton ist, damit ihr euch eben nicht verbrennen könnt oder so. Also 80 Mal in der Sekunde schaut dieses Gerät, ist es zu dunkel oder kann ich da ganz normal weiterarbeiten. So, was ich euch empfehlen würde, ist, das abends zu machen. Also ich habe es nie gemacht und bin danach in die Sonne gegangen. Solltet ihr aber zu rote Hautstellen oder sowas bekommen, dann geht auf jeden Fall zu eurem Hautarzt und fragt nach. Mir ist noch nie was passiert. Ich kann da überhaupt nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich würde euch empfehlen, macht es abends einfach, damit eure Haut sich auch schön ausruhen kann. Dann könnt ihr euch am nächsten Morgen in Ruhe eincremen. Ich hoffe, dass ich euch das so gut erklären konnte wie möglich, dass ihr das gut verstanden habt und dass ich euch auch zeigen konnte, warum es für mich so unverzichtbar geworden ist. Es ist absolut in meiner Beauty-Routine mit drin. Ich hoffe, ich konnte euch den Silk Expert so ein bisschen näher bringen, euch den erklären, warum funktioniert das und wie funktioniert das. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass dieses Video euch gefallen hat. Und falls ihr meine beiden letzten Videos noch nicht gesehen habt, dann findet ihr sie hier. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.